Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Jeden Morgen dasselbe mit dir. Ja, und was haben wir heute? Das Übliche oder wie? Ja. Wagenknecht ist doch nicht in Paris gewesen, habe ich gehört, sondern hat in Ost-Berlin nach irgendeinem gesucht. Ja, das wär's. Die will die DDR zurückhaben, macht das aber nicht, weil Dior gibt es da nicht und alle anderen modernen Modeschöpfer sind da auch nicht vertreten, wie Lagerfeld und Co. Ne? Nee, kann man nicht machen, DDR zurück. Nö, irgendwo, dann doch nicht. Dann lieber doch nicht. Dann lieber Naja. doch nicht. Ja, das passt schon. Ja, alles inszeniert, wenn man das so sieht, was diese Frau treibt. Das ist schon. Also sonst ist der Westen ja ganz gut bei solchen Sachen, aber ansonsten ist er zu kapitalistisch. Ja, genau. Naja, sie sieht immer schick aus, ne? Und sie Ja. kommt ja alles Mögliche, hat es halt wieder durch die Welt getrieben, von der Rentenformel über, ja, ich sag mal, die Journalie, denn ist das jetzt alles zu hart mit den Abschiebungen, die wollen sie jetzt auch wieder Ja, nach hinten. jeder kriegt da irgendwie seinen Aspekt durch in jedem Interview, ne? Immer Ja. diese Teildiskussionen und dann scheint es plausibel zu sein, dass die ja recht haben und deshalb ist genau verkehrt ist, was die Bundesregierung jetzt macht. Ja, Also, ne? Nein, nein, ich kein Verständnis mehr. die Ampel kann es einfach nicht. Jetzt, wenn sie abschieben, was die CDU 16 Jahre lang nicht hinbekommen hat, ist das auch wieder ein Fehler. Das geht so nicht. Man kann die Leute nicht einfach abschieben. Vorher haben sie alle geschrien, abschieben, abschieben, abschieben. Ich werde wahnsinnig. Jetzt haben sie 28 Stück abgeschoben. So viel hat Merkel in all ihren 16 Jahren nicht abgeschoben. Die hat reingelassen, reingelassen, reingelassen. Aber die CDU weiß jetzt alles besser. Oder, Rudi? Ja, natürlich, das haben sie ja vorher schon gewusst. Deshalb hatten wir ja so lange Adenauer und so lange Kohl und so lange Merkel, weil die ja immer recht hatten. Genau. Jetzt kommen sie bei der Rente auch wieder um die Ecke. Also hat die Linke angefragt, ob es wahr ist, dass jemand 40 Jahre arbeitet und nicht genug Rente bekommt. Ja, natürlich ist das wahr. Wenn man immer Ja. auf der Schuldenbremse steht und wenn man den Leuten weismachen will, dass man so viel Rente nur zugute hat, wie man im Arbeitsleben auch verdient hat. Und wenn man schlecht verdient hat, auch wenn man 45 Jahre schlecht verdient Aber hat. daran ist doch nicht die CDU schuld, da sind die Gewerkschaften dran schuld, wenn die keine ordentlichen Tarife. Na klar, diese bösen Gewerkschaften, die gehören abgeschafft. Ja, genau. Und die CDU hat damit nichts zu tun. Also Nein, die die nicht. Rentenformel, die fällt ja vom Himmel. Das ist eine politisch gesetzte Formel. Das wollen wir mal festhalten. Aus dieser politisch gesetzten Formel gehst du, wenn du dein Leben lang schlecht verdient hast, als Verlierer raus. Punkt. Ob wir das als Gesellschaft wollen, das sollten wir mal diskutieren. Statt wieder mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, die Ampel zu zeigen, sollte man mal inhaltlich anfangen zu diskutieren. Da ändert auch eine Das will doch gar keiner Kapitalregelung. wissen. Das will doch gar keiner wissen. Oh, regt mich auf. Wie der Hesse sagt. Aber weg auch mit den sozialen Netzwerken. Ne? Hast du es mitgekriegt? In Brasilien ist der Laden X erstmal zu. Also Satz mit X in Brasilien mit Elon Musk. Ja, Gott Weil sei er sieht Dank. da die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Nein, ist sie nicht. Die Meinungsfreiheit, der Meinungsfreiheit wird voller Lauf gegeben innerhalb der Gesetze. Alles, was ungesetzlich ist und deshalb keine Meinungsäußerung darstellt, wird nicht mehr erlaubt. Ist doch in Ordnung. Ich finde Also das ich toll. habe da keine Probleme mit, wenn die in Anführungszeichen Meinung, was ja keine Fakten sein müssen, von Elon Musk nicht mehr verbreitet wird. Was der verbreitet, dann kann man sich ja mal angucken bei Trump und Musk gemeinschaftlich für den Atomkrieg. Ist ja alles nicht so schlimm, wenn da Atombomben fallen. Man kann da ja wieder wohnen. Und wenn ich das als Meinung durchgehen lasse, ja. Finde ich schon Wir interessant. sollten, ich verwende normalerweise den Begriff ja gar nicht mehr. Meinung ist für mich ein Nichtbegriff. Ich versuche das immer anders zu umschreiben, weil das subsumiert immer alles und die totale Freiheit, alles sagen zu dürfen, wozu man Lust hat, egal ob es einen anderen beleidigt, ob es Unrecht ist, ob es negiert, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist und. Verwende den Begriff nicht mehr, weil er ist einfach Quatsch. Und dass auch diese
das Recht, sich frei zu äußern, dass das konkurriert mit allen anderen Rechten, das muss doch mal langsam jemand den Menschen eingehen. Ja. Natürlich, also es ist halt auch So, sehr. jetzt haben wir Halbzeit. Wir machen jetzt mal 15 Minuten Halbzeitpause und dann machen wir weiter. Die Werbeblock. Werbeeinblendung. Jetzt kommt die Werbeblock. Werbeeinblendung. Ja. Nicht Ja. vergessen, uns zu abonnieren, liebe Zuschauer. Das ist für uns elementar wichtig, dass ihr uns abonniert. Demnächst rufen wir euch noch auf, für uns zu spenden. Also, hier soll lange Schluss. Ja, aber nicht unter 500 €, ne? Oh. Ja, also bitte keine Pillepalle-Beträge. Ne? Aber auf jeden Fall, lasst mal ein Abo da. Das kostet erstmal nichts. Ne? Ja, aber Ja, natürlich hast so. du recht. Zweite Halbzeit. Mit Musk und Co. Die Nvidia-Aktien sind gestern um 7% gefallen. Also, Jungs und Mädels, kauft Nvidia-Aktien. Die werden wieder nach oben gehen, weil das die technische Voraussetzung dafür ist, dass dieser ganze Kram, den wir hier machen, funktioniert. Mein Hund wird verrückt. Ach, die Raus. arme Titi. Also, auch Nvidia ist ein Thema, womit wir uns befassen können, und zwar unter wirtschaftlichen Überlegungen. KI und so weiter braucht eben starke Prozessoren, und die bieten die an. Dass die wirklich fallen um 7%, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Das wird sich aber auch schnell wieder ändern. Ich habe leider nicht genug Geld auf dem Konto. Ihr habt noch nichts überwiesen. Sonst würde ich ein paar Aktien kaufen. Ist mein Tipp, mein ganz persönlicher Tipp, Rudi. Trotz Musk. Aber auch seine KI funktioniert nur, wenn er jetzt die entsprechenden Prozessoren hat. Ne? Ja, es ist schon. Die zweite Hälfte können wir eigentlich zum Nachdenken den Leuten überlassen. Wir müssen gar nichts mehr erzählen, sondern genügend Ja, damit. aber also Musk ist wirklich ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ein schlecht geführter Social Media Dienst nicht funktioniert. Und wenn die Brasilianer den zumachen, wenn ein Richter dort, der rechtlich unabhängig ist und wirklich gute Entscheidungen trifft, den Laden zumacht, dann ist er halt zu. Das ist nicht Amerika und das ist nicht amerikanisches Recht, sondern Brasilien steht in der portugiesischen Rechtstradition. Da muss man nicht kommen und die schon wieder mit Schmutz bewerfen und die in eine Reihe stellen mit vielen, vielen anderen. Nur weil es einem nicht passt. Ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Also, Also Musk, einer der reichsten Männer der Welt, ist deshalb reich geworden, weil er das unter den Regelungen einer Demokratie tun konnte. Er konnte frei agieren, alles tun und lassen, egal ob es dafür Rechtsgrundlagen gab oder nicht gab, was in Amerika ja oder in den USA ja immer auch erst über Gerichte festgestellt wird, ob etwas hätte getan. Getan werden dürfen und die Auswirkungen, ob die negativ sind und ob man da Schadensersatz bezahlen muss und. Er ist also so reich geworden, weil es die Demokratie gibt. Und jetzt meint er, das sei undemokratisch, wenn Rechtswidriges verboten wird. ja, so ist das. Hallo? Ja. Was ist das für ein Typ? Also, Ja. ich glaube, den sollen wir zusammen mit Trump wirklich zum Mars schicken. Da hat er 30 Jahre lang zum Nachdenken und dann kann er dort ja eine neue Gesellschaft aufbauen. Gute Idee. Gute Idee. Dann wollen wir mal auch Musk nicht weiter am Fortkommen hindern, weil er hat ja SpaceX. Er kann ja demnächst mal einsteigen und eine Runde mitfliegen. Das wäre schon mal eine gute Maßnahme. Nicht wahr? Vielleicht funktionieren ja nicht alle Dinge so wie. Also, ich sage mal, Mark Zuckerberg ist schon verhört worden vom Senat, von den Ja, Europäern. ja. Vielleicht bestellen wir auch Elon Musk mal ein, damit er lernt, dass Geld nicht alles ist. Wäre ja eine Maßnahme, ne? Also Zuckerberg sah ja schon aus wie ein kleiner Bubi Ja. bei der Anhörung. Ich möchte nicht wissen, wie der autistische Musk da aussieht, wenn der konfrontiert wird mit all dem, wozu er gar keine Lust hat. Genau. Die wahrscheinlich ist überhaupt nicht in der Lage dazu, mal ein gescheites Gespräch zu führen. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, ich kenne den Typ nicht. Aber die europäischen Strukturen, das Europäische Parlament, die Kommission und alle haben natürlich auch das Recht, bei Rechtsverstößen ihn mal anzuhören. Sollten wir mal tun, ne? Ja, einfach mal
vor die Kameras bitten und dann gucken, wie klein er wird. Also bei Trump ist es ja scheinbar auch schon am Gelingen. Der sieht ja auch immer armseliger aus. Je mehr sie konfrontiert werden mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, desto Ja. kleiner werden sie. Scheinriesen sind das. Das sind Scheinriesen. Ja. Ja. Allerhaupt, wir sind Scheinzwerge, Rudi. Ich wünsche dir, eigentlich wünsche ich dir, glaube ich, ein schönes Wochenende. Ja, heute gibt es keine Last-Minute-Tore, ne? Was gibt es keine Tore? Es gibt keine Last-Minute-Tore. Nachspielzeit haben wir auch nicht heute. Nee, haben wir nicht. Jetzt machen wir mal Schluss. Ich wünsche Ja, dir 15 was. Sekunden.